Tag, liebe Monsterhunter, und einen wunderschönen Tag. Heute zeige ich euch, wie ihr verstärkte Untersuchungen freischalten könnt und so damit ihr da ein bisschen was auf Vorrat habt und die Mobs schön abfarmen könnt. Bis gleich! Ja, wie schon gesagt, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Untersuchungen freischalten könnt für die verstärkten Temperate Monster. Das sind quasi die stärksten dann im Spiel. Das sind die Monster, wie ihr sie so aus dem Spiel auch kennt, in Low Rank und High Rank, nur nochmal verstärkt. Und das heißt, die machen mehr Damage. Dafür gibt es 3 Bedrohungsstufungen und ihr habt jetzt gesehen, hier haben wir so einen lilanen Schlamm vom Barot gefunden. Ja, und sobald ihr eine Gigante besiegt habt, tauchen diese lilanen Spuren auf. Und das sind die Monster mit Bedrohungsstufe. Und es gibt 3 verschiedene Bedrohungsstufen. Je nachdem machen die mehr Damage. Aber da ich ja noch nicht im Level so hoch bin, da muss man ja Level 30 bzw. Level 50 sein, um alle hohen freizuschalten. Habe ich das eben noch nicht. Und mit etwas Glück, wenn ihr diese lilanen Spuren farmt, dann schaltet ihr auch verstärkte Untersuchungen frei. Das ist ein bisschen aufwendig, aber es gibt gewisse Spots, wie der Barot-Spot da, der war immer da bis jetzt. Auf der anderen Seite war ein Razzian-Spot, der nicht immer da war. Also ihr müsst da einfach in Expeditionen ein bisschen rumgucken und diese lilanen Spuren suchen. Und wenn er dann irgendwann mal das Glück habt, dass er eine Untersuchung freischaltet, und das ging bei mir jetzt recht gut, ne? Vielleicht hatte ich auch einfach tierisches Glück, keine Ahnung. Ich habe direkt 1 oder 2 freigeschalten durch diese Spuren, die ich da sammle. Also hier, da hinten ist auch nochmal links eins. Das hier ist nämlich eine Radoban mit Bedrohungsstufe. Ich glaube, sie können auch freigeschaltet werden, wenn er die blauen Spuren von den Ältesten sucht. Ich bin erst Level 14, also ich habe das Spiel noch nicht durch und bin jetzt schon auf der Suche nach verstärkten Monstern und ihr werdet jetzt gleich sehen, da geht was rund. So, wenn ihr dann irgendwann eine Untersuchung freigeschaltet habt, dann geht er in die Ressourcenzentrale und guckt unter nicht registrierte Untersuchungen. Ich habe jetzt hier mal die registrierten, ne? Ich guck mal, ich habe schon ein bisschen was, ne? Und wenn ihr das dann habt, dann registriert er die quasi in der Ressourcenzentrale, geht dann ins Questboard, neue Quest bekannt machen, geht auf Untersuchungen und dann erscheinen die mit diesen lilanen Belohnungen hier. Und ihr seht schon, ich habe schon 5. Ja, und ja, da würde ich sagen, lohnt sich doch ein Tänzchen, oder? Also auf zur Untersuchung, denn jetzt kommt der zweite Teil der Tipps. Seid ihr auf Untersuchung von einem Temperate Monster, also ein... Naja, dann verliert der hier auch diese lilanen blauen Spuren und die könnt ihr jetzt sammeln und dann auch auf euer Glück hoffen, damit er da wieder weitere Temperate-Untersuchungen freischaltet. Das hat bei mir auch ganz gut funktioniert. Man muss ja auch denken, wenn er so eine registriert, dann habt ihr die ja ein paar Mal. 4, 5 Mal könnt ihr die Mission ja machen. Oder 3 bis was weiß ich, bis 8 Mal zum Teil sogar. Je nachdem, welche Mission ihr da habt. Und ja, dann könnt ihr eben auch ein paar Spuren, und jetzt habt ihr gesehen, jetzt hat die Anjanat-Spur eine Untersuchung freigeschaltet. Mit etwas Glück ist das wieder eine weitere Temperate. Und macht das immer, ihr könnt das ein bisschen ziehen, wenn ihr wisst, ihr habt genug Zeit, um den zu töten. Nicht gerade wie die Barot-Quest, die ich habe mit 15 Minuten, da könnt ihr nicht viel hinterherlaufen und die Spuren farmen. Aber ihr habt da jetzt auch gesehen, Tobi Gadachi, auch wieder. Ja, und da würde ich sagen, tanzen. Wieder eine Untersuchung freigeschalten. Das war jetzt die letzte, die ich gemacht habe. Die habe ich gerade eben noch frisch aufgenommen, um euch das Ganze nochmal zu zeigen. Und so, jetzt haben wir das hier. Da ist der Tobi Kadachi. Dann machen wir den noch gerade platt. Beziehungsweise hier blitzdingsen ihn. Dann Schockfalle, Beruhigungsbombe. Und dann fangen wir doch mal ein verstärktes Monster, oder? Yep, yeah, yay. Motherfucker. So geht das. Jetzt müssen wir noch kurz den Pugi Pugi wegbomben, dann ist die verstärkte Mission zu Ende, dann haben wir sie geschafft. Das machen wir doch auch, wie gesagt, wegbomben, ne? So, fertig. Was jetzt noch übrig bleibt, jetzt gehen wir natürlich nochmal zurück. Also die mit dem Anjanat, die Spur, die wir da gefunden haben, das war ein bisschen alt, da habe ich nicht aufgenommen, dass ich nochmal an die Ressourcenzentrale bin. Aber hier nach dem Kadachi, und ihr seht, das war der 5. Dorfälteste, der 5. Verstärkte, der mir gefehlt hat.
Und jetzt seht ihr also auch, dass ihr mal glauben könnt, dass das hier quasi nach dem Anschluss der Kadachi-Mission ist. Wir haben es jetzt geschafft, töte 5 geerdete Monster, haben wir dann auch noch Gefangenquest und jetzt habe ich auch den goldenen Wifalianer dieser Woche frisch im Petto. So, und jetzt gehen wir dann nochmal, ja, erstmal auf befristet gucken, da zeige ich es nochmal, ne? Ich habe den befristeten Beutezug heute abgeschlossen. So, gerade eben nämlich diese Aufnahme und jetzt haben wir freigeschaltet wieder eine Großjagduntersuchung, eine Temperate da oben mit Puki und Anja Naht. Eine sehr schöne Mission mit 3 Belohnungen. Die haben wir also bekommen. Und ich hatte 2 in dieser Mission, glaube ich, freigeschaltet. Und das scheint wohl ja der Drachenälteste gewesen sein. Kushualo Dauo. Ne? Aber ihr seht schon hier ganz, ganz viel lilaner Kram. Und das finde ich richtig toll, richtig nice. Jetzt habe ich schon mal 6 Quests, die ihr seht, wie oft ich die noch machen kann. Da unten die noch 2-mal und da oben die 5-mal. Und da habe ich wieder Zeit, neue Spuren zu finden, um mir neue gehärtete Quests freizuschalten. Also immer die Fußspuren sammeln. Immer sammelt diese Fußspuren, Leute. Sammelt sie. Wenn ihr endlich eine Untersuchung habt und dann schaltet ihr immer mehr Untersuchungen frei und irgendwann habt ihr damit gar keine Probleme mehr. Für die Leute, die noch nicht wissen, wie es geht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Euer SpookyVF. Ich lasse euch noch hier von der Kadachi und Puki Puki Mission den Inventarbildschirm, also was wir alles bekommen haben, da. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Macht euch einen schönen Tag. Mehr Monster Hunter Inhalt kommt in Kürze. Bei Fragen könnt ihr das natürlich gerne schreiben, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder so, oder worüber ich ein Video machen soll, dann schreibt es in die Comments. Ich suche immer nach Möglichkeiten, noch weitere Guides zu machen. Und wenn ich euch dabei helfen kann, umso besser. Bis dahin. Das ist ja der Sinn vom Guide, ne? Bye. Jetzt aber. Endlich. Ciao.